Ho, ho, ho! Fröhlichen Siegtag! Ein knackiges Bonjour in die Gruppe. Mein Name ist Adler Wache. Wir schauen uns heute die Straßburg an. Stufe 6 Premium Schlachtschiff der französischen Nation. Oui, kostet in der Standardversion 12.500 Dublonen. Wirklich in Ordnung der Preis. Dann gibt es noch ein XL-Paket. Würde ich mir nicht angucken. Und dann gibt es noch ein XXL-Paket. Merde. Da könnt ihr dann diese Fahne rausholen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist viel zu viel Geld. Wir wollen natürlich heute uns anschauen, ob dieses Schiff es wert ist, es zu fahren. Natürlich, es ist französisch oder eben nicht. Meine Bedenken, jetzt kommen wir mal wieder zum richtigen Deutsch. Meine Bedenken waren, ja, wird das 1:1 die Dunkirk und bekommt einfach nur den Reload Booster. Also sind die Stats komplett gleich. Und ja, dann hätte sie natürlich so ein bisschen ihre Nachteile. Nein, Wargaming hat sie doch wirklich gut angepasst. Und ich muss auch sagen, selbst auf Tier 7 habe ich mich mit ihr wirklich gut behaupten können. Typische Dunkirk-Klassenkrankheiten, wenn natürlich RNG nicht auf eurer Seite ist und die Leute eure Türme treffen, sind die natürlich fix raus. Aber ihr könnt natürlich das Modul reinmachen. Ich persönlich mache es nie rein, weil es mir dann doch ganz schön die Streuung versaut. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, schauen wir uns natürlich die Geschichte der Straßburg an und haben da viel, viel Spaß. Die Genehmigung war am 25. November 1934 und die Dienststellung am 24. April 1939. Sie war 215,5 Meter lang, 31,1 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 36.380 Tonnen. Die Straßburg war das Schwesterschiff der Dunkirk und gehörte natürlich zur selbigen Klasse. Ihre Geschichte ist recht schnell erzählt. Anfang des Krieges eskortierte sie Konvois und konnte sogar ein deutsches Frachtschiff versenken. Juhu! Als Frankreich besiegt wurde, verließ sie ihren Heimathafen gemeinsam mit der Dunkirk und anderen französischen Schiffen nach Mers-el-Kébir, wenn ich das richtig ausspreche, damit die Schiffe den Deutschen nicht in die Hände fallen. Wer die Geschichte der Dunkirk kennt, weiß, dass die Briten am 3. Juli 1940 die französische Flotte in Mers-el-Kébir angegriffen hatte. Die Straßburg hatte Glück, denn sie lief vor dem Angriff aus. Die Briten verfolgten sie, sie wurde von französischen DDs begleitet, darunter die Le Terrible, konnten sie aber nicht beschädigen, so dass sie sicher nach Toulon einlaufen konnte. Als die Deutschen vor den Heimathafen, vor der Hafeneinfahrt standen, wurde alles dafür getan, die Straßburg selbst zu versenken. Die deutschen Panzer IV rückten schnell vor. Man versuchte mit den Secondary Türmen, die hier hinten, Freunde, diese aufzuhalten. Dabei traf ein Panzer IV einen Turm und konnte ihn ausschalten. Dennoch reichte den Franzosen die Zeit und so konnte man die Straßburg versenken. Da natürlich das Hafenbecken nicht sonderlich tief war, schauten die Aufbauten und auch der halbe Rumpf noch heraus. Hier habt ihr mal ein Bild, wo die schöne Straßburg im Hafenbecken liegt. 1944 wurde sie gehoben und man schleppte sie nach Saint-Mandir-sur-Mer. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Dort wurde sie von amerikanischen Bombern getroffen und erneut versenkt. Merde! Am 1. Oktober 1945 wurde sie erneut gehoben. Ja, täglich grüßt das Murmeltier und als Versuchsobjekt benutzt. Ab dem 27. Mai 1955 wurde sie dann endgültig verschrottet. Ja, Freunde, das war die Geschichte der wunderbaren, schönen Straßburg. Ich würde sagen, schauen wir mal an, was ich in die Gute so eingebaut habe. Ich habe als erstes das Zielsystem Mod 1 drin. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Bewaffnungs-Haltbarkeitsmodule einbauen. Auf Tier 7 ist das wirklich nicht verkehrt, aber wir verlieren halt hier -5% unserer maximalen TP und ja, mir fehlt dann einfach doch immer wieder ganz schön die Genauigkeit. Aber ja, die Türme gehen dann natürlich nicht so fix raus. Ich muss sagen, im Durchschnitt habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, dass ich meine Türme verloren hatte. Ich hatte natürlich, wie gesagt, so 1-2 RNG-Runden, wo dann wirklich jeder Treffer mein Türmchen angedüdelt hatte und dann waren die natürlich auch ganz schnell raus. Egal, ob jetzt Tier 7, Tier 6 oder Tier 5. Aber im Großen und Ganzen waren sie eigentlich immer sehr stabil und wie gesagt, selbst auf Tier 7 konnte ich mich mit ihr wirklich super behaupten. Deswegen habe ich mich weiterhin für das Zielsystem Mod 1 entschieden. Als zweites habe ich hier wirklich mal das Schadensbegrenzungssystem Mod 2 genommen, weil wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele HI-Schleudern und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die meisten Spielerschaften sind halt mittlerweile Höhlenmenschen. Die kommen dann so ab und zu mal aus ihrer Höhle raus, ne, um dann irgendwie, keine Ahnung, Obst und sowas zu sammeln oder Bären und vielleicht Wildschweine, man weiß es ja nicht. Und die schießen halt, egal mit was für Schiffen, schießen sie halt mit HE, ob Schlachtschiffe, ob Kreuzer, ob DDs.
Vielleicht britische leichte Kreuzer fahren sie vielleicht extra nah dran, damit die Secondary HE auf euch schießen kann. Man weiß es nicht, zumindest es schießt eigentlich fast nur noch 90% alles mit HE. Und deswegen habe ich mich hier für das Schadensbegrenzungssystem entschieden, weil ihr wisst selbst, die Schlachtschiffe brennen von Haus aus ziemlich schnell. Sie hat ziemlich viele Aufbauten, daher brennt sie auch schnell. Und so geht halt die Feuerdauer begrenzt oder um 15% reduziert und auch eine Dauer des Wassereinbruchs. Weil sie ist von Haus aus doch ziemlich wendig und halt auch gar nicht mal so die langsamste. Klar, sie fährt nur 28 Knoten, meine fährt sogar nur 26 Knoten. Aber ich wollte damit sagen, sie kommt eigentlich auch ziemlich gut auf Fahrt. So, und zum Schluss habe ich mich natürlich dann für das Zielerfassungssystem Mod 1 entschieden. Also ihr seht schon, hier haben wir schon den großen Unterschied gegenüber der Dunkirk. Wir haben 3 Module, die wir einbauen können, bei der Dunkirk nur 2. Schauen wir mal weiter, gehen wir mal auf die Ausrüstung. Wir haben hier Schadensbegrenzung dabei, wir haben 5 Heals, ist natürlich meiner Kapitänin verschuldet. Wir haben 4 Aufklärer und wir haben 2x Reload Boost, was mir so ein bisschen fehlt. Aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu stark oder man hätte vielleicht den Flieger komplett weglassen können. Es wäre einfach geil, wenn man noch einen Motorboost hätte, ne? Also, das weiß ich nicht, wäre schon nicht ohne, ne? Dann hätte man halt wirklich so eine kleine Schombat, aber ihr seht's ja, die Dunkirk hat's ja auch nicht. Wollt ihr jetzt nochmal gucken? Nein, sie hat's von Haus aus natürlich auch nicht. Ich habe beide Schiffe komplett gleich geskillt, damit wir halt hier sie wirklich bestens miteinander vergleichen können. Damit ihr halt auch einfach mal seht, was der Unterschied zwischen Straßburg und Dunkirk ist und warum die Straßburg auf Tier 6 ist. Klar, der Reload Booster ist schon ein sehr entscheidender Faktor, warum sie auf Tier 6 ist. Aber auch die Werte unterscheiden sich zur Dunkirk doch ein bisschen. Ich muss hier kurz vorbereiten. So, jetzt kann ich das hier wunderbar miteinander vergleichen. Ihr seht natürlich die Werte der Dunkirk wieder unten rechts oder oben rechts, wie auch immer. Überleben haben wir hier bei der Straßburg 70 Punkte, bei der Dunkirk nur 62 Punkte. Also Trefferpunkte haben wir hier nochmal ein bisschen draufgelegt. Wir haben 58.000, die Dunkirk nur 52.600. Panzerung ist natürlich auch stärker. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber wir haben eine bessere Panzerung. Wir haben hier 16 bis 360 mm. Die Dunkirk hat nur 16 bis 340 mm. Aber die Torpedo- und Schadensverringerung ist identisch. Kommen wir zur Artillerie. Hier gibt es natürlich auch Unterschiede. Wir haben natürlich beides mal das gleiche Kaliber, 330er. Die sind auch ziemlich geil, gerade was Kreuzer angeht. Also ich hatte eine Runde, Freunde, da ist eine Weimar sofort aufgegangen, ich draufgeschossen, eine Doppelzieher gedrückt, Reload-Booster gezündet, nochmal Doppelzieher und die Weimar war raus. Also die war innerhalb einer Minute, war die weg. War cool. So, wir haben hier Feuerreichweite 17,7 Kilometer, die Dunkirk hat nur 17,4 Kilometer. Nachladezeit sind wir hier auch besser. Und das merkt man auch. 24 Sekunden, die Dunkirk hat 28 Sekunden. Dauer von 180 Grad Kehr sind wir bei 27,7 Sekunden bei beiden. Sprenggranaten, Höchstschaden haben wir auch bei beiden. 4835% bei beiden Brandwahrscheinlichkeit und 10.640 AP Granatenhöchstschaden. Hier hätte ich eigentlich gedacht gehabt, dass die Straßburg vielleicht nochmal so 100 oder 200 AP Granatenhöchstschaden mehr bekommt. Ja, Sekundärbewaffnung ist auch identisch. Wir haben hier 2x230 mm Feuerreichweite. Ist sie aber hier besser mit 1 Kilometer, 5,2 Kilometer. Die Dunkirk nur 4,2 Kilometer. Nachladezeit ist bei beiden 5 Sekunden. 1100 Schaden, HE-Schaden muss man ja sagen. Und 9% Brandwahrscheinlichkeit bei beiden. 3x4, 130er. Hier auch wieder 1 Kilometer mehr, 5,2 Kilometer. Die Dunkirk wieder nur 4,2. Nachladezeit auch 5 Sekunden. Und auch beide wieder mit 1900 Schaden und 9% Brandwahrscheinlichkeit. Flugabwehr, da gehen wir natürlich nur auf die Punkte. Wir haben bei beiden 51 Punkte. Dann Manövrierbarkeit, sind wir hier auch besser. Obwohl ich bei der Dunkirk, glaube ich, doch, ich hab's umgestellt. Bei der Dunkirk hatte ich normalerweise Steuergetriebe drin. Habe ich aber jetzt auch rausgemacht, damit es wirklich 1 zu 1 identisch ist. Also Manövrierbarkeit haben wir hier 40 Punkte bei der Straßburg. Bei der Dunkirk 34 Punkte. Höchstgeschwindigkeit 27 Knoten, bei der Dunkirk 26,6 Knoten. Wendekreisradius 730 bei beiden und eine Ruderstellzeit von 11,5 Sekunden. Also, man merkt schon, es ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Dunkirk. Tarnung, da ist sie ein bisschen schlechter. Da haben wir bei der Dunkirk 39 Punkte, bei der Straßburg nur 38 Punkte. 14,2 Kilometer Erkennbarkeit zur See, da hat die Dunkirk nur 14 Kilometer. 11,9 Kilometer Erkennbarkeit zur Luft, da hat die Dunkirk nur 11,7 Kilometer. Garantierte Erkennbarkeit ist natürlich bei beiden gleich. So, Panzerung, da will ich euch auch ein bisschen was zeigen. Wir schauen uns jetzt erstmal kurz die Bugpanzerung der Straßburg an. Hier haben wir 26 mm, die Dunkirk hat hier nur 25 mm. Wir können mal gucken, ja. Also, das haben wir schon mal erledigt. Gehen wir mal weiter. Können wir das mal ausschalten. Torpedoschutz machen wir auch mal raus. So. Dann schauen wir uns mal die Seitenpanzerung an hier. Wir haben Panzergürtel 175 mm bis 283 mm. Da hat die Dunkirk auch ein bisschen weniger. Ah, stopp.
Sie hat nämlich nur bis 225 mm. Also hier nochmal 50, ne, 60 sogar, ne? 60 mm mehr Panzerung dazu. Das ist schon mal ordentlich mehr. Und dann gucken wir uns den Rest noch von ihr an. Wir könnten uns eigentlich nochmal, ja, die Zitadelle angucken. Ihr seht, Zitadelle liegt leicht über dem Wasser und hat hier eine Panzerung von 98 mm im Querab und 40 mm Unterseite und 40 mm Oberseite. Also ihr solltet wirklich aufpassen, dass ihr mit ihr nicht so viel Breitseite zeigt, weil das kann wirklich richtig, richtig böse wehtun. Bei der Dunkirk müssten wir aber bei der Zitadelle die gleiche Panzerung haben. 40 mm genau und vorne haben wir 228 mm Querab. Ah, hier 98 hintere, ne? Das war die hintere Querab. Genau. Und vorne 228. Lass uns doch mal kurz bei der Straßburg gucken, Freunde. Was sie vorne an der Querab hat. Ich musste natürlich hier auch mal. So. Da haben wir auch 228. Also Zitadelle ist komplett identisch. Also, nochmal grob gesagt, wir haben eine bessere Bugpanzerung von 1 mm. Wir haben eine bessere Seitenpanzerung, also ein Panzergürtel. Ich glaube um 50 oder 60 mm. Ja, wir haben einen besseren Reload. Wir haben eine bessere Reichweite von der Hauptbatterie und von der Secondary und wir haben mehr TP. Also im Großen und Ganzen hat sich hier wirklich Wargaming, muss man auch mal so sagen, auch wenn jetzt in letzter Zeit doch wieder ziemlich viel Negatives kam, hat sich hier wirklich Wargaming Mühe gegeben, sie wirklich gut anzupassen. Und ich muss auch ehrlich sagen, sie ist wirklich super gebalanced. Also deutlich besser wie zum Beispiel eine Florida. Klar, eine Florida kann sich behaupten, hat es aber auf Tier 7 wirklich deutlich, deutlich schwerer als zum Beispiel hier eine Strasbourg. Wir schauen uns mal den Kapitän an. Ich habe als Inspiration die Shannos Lady und Robert Jajar, um einfach die Durchschlagskraft der AP zu erhöhen. Ja, ich habe natürlich die Isle Dunkirk drauf. Als erstes flammierten Kanonier, rotierenden Bohrer, Treffsicherheit, Mechanikermeister und zum Schluss, da fehlt mir leider dann natürlich der Wille zum Wiederaufbau, habe ich mich mit Feuer bekämpfen entschieden, auch wenn ich noch nie immer das Glück hatte, wenn ich diesen Perk drin habe, dass ich meistens gar nicht dreimal gebrannt habe, meistens immer nur zweimal, aber okay, ich habe ihn trotzdem mitgenommen, weil Scherenlauf, ja, da wird mir dann doch die Streuung wieder ein bisschen zu schlecht. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, was dieses wunderschöne Schiff, achso, was natürlich auch optisch einen Unterschied gibt. Ihr seht hier den Brückenaufbau. Die Straßburg hat ein zweites Deck, das hat die wunderbare Dunkirk nicht. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder und schauen mal, was die wunderschöne Straßburg so kann. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Straßburg. Bekleidet werde ich von Venom und Goblin Slayer 91. Schöne Grüße gehen raus. Wir haben eine Ryushu, zwei Colorados in Nagato, Tennessee, Bayern, Graf Spee, Z39 und Fushun im Gegnerteam. Wir sind natürlich hier Tränen der Wüste Herrschaft unterwegs. Ja, also wirklich sehr viel Großkalibriges. Genau, ein Großkalibriges. Also sehr viel Großkalibriges. Schiffchen oder Bewaffnung hier unterwegs. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die können uns frontal doch ziemlich böse wehtun und uns hier natürlich auch ziemlich hart die Türme rausnehmen. Aber ganz ehrlich, wir sind an der Straßburg. Wir werden nicht versenkt. Wir versenken uns lieber selber. Ja, der Venom in seiner Nelson und der Goblin in seiner Ryushu. Fahr weg da mit deinem komischen Schuh. Weg, 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 weg. Weg! Mein Gott, ist das Ding hässlich. Naja, vielleicht, wenn dann der Mond so richtig auf die Nelson scheint, dann kann die auch hübsch sein, ne? Ja, ich finde die eigentlich gar nicht mal so hässlich. Ich mag die irgendwie. Keine Ahnung, ich mag sie. So, wir fahren jetzt hier Richtung A. Unser Kreuzer scheint AFK zu sein. Hinter uns. Schade, weil ich hatte eigentlich gehofft gehabt. Ne, er dreht ab. Okay, er dreht jetzt ab. Sehr schön, da teilen wir uns perfekt auf, genauso wie es sein sollte. Wir schauen mal, was wir hier bei A erwarten können. Streuung, Straßburg, ist eigentlich von Haus aus ziemlich geil, aber wenn RNG nicht auf eurer Seite ist, dann kann die unheimlich streuen. Das werdet ihr in der Runde hier aussehen. Also hier war RNG wieder nicht so auf meiner Seite. Aber ich hatte wirklich Runden, Freunde. Da ist eine Weimar frontal gefahren und ich habe mit allen 8 Granaten sie getroffen. Also da war die wirklich so perfekt, die Streuung. Das hat man eigentlich bei ihr, ja, ich würde sagen, eine Runde so, eine Runde so. Es ist wirklich total abwechselnd, was die Streuung angeht. Gut, wir haben natürlich jetzt hier zur Not auch nochmal 4 Genauigkeitsflieger mit dabei.
Da kommt jetzt eine Bayern. Ich muss hier auch ganz ehrlich dazu sagen, Freunde, wundert euch nicht, dass ich manchmal hier völlig verschieße. Das liegt daran, dass ich am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, hatte ich die Boosterimpfung. Und seitdem ist mein Lymphknoten im linken Arm, also in der linken Achselhöhle, so dermaßen geschwollen, dass ich den linken Arm nicht richtig benutzen kann. Deswegen spiele ich hier hauptsächlich fast nur mit einem Arm. Und das, ja, das hat nicht immer so gut funktioniert, wie es sollte. Aber ich wollte euch gerne halt die Straßburg auch mal zeigen. Und euch natürlich bestens beraten. So, die Streuung hier geht einigermaßen. Der untere Turm war in Ordnung. Der obere hat ziemlich gestreut. Aber immerhin, wir haben jetzt hier 12.000 auf die Bayern. Ich weiß auch nicht, was die Bayern so richtig vorhat hier. Die fährt einfach weiter. Die fährt einfach weiter. Komm schon. Ah, ah. Ah. 20.000, ihr habt es ja schon gesehen gehabt. Einen Reload-Booster haben wir jetzt schon benutzt. Schade, dass sie nur zwei hat. Ich mag den echt gerne. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Ja, lenken und Türmchen drehen. Das war dann ein bisschen schwierig. Da hatte ich so meine Probleme mit. Ja, die Bayern will jetzt rausgehen. Die Bayern will jetzt rausgehen mit den Torpedos. Obwohl. Ne, alle daneben gehauen. Alle daneben gehauen. Gut, dann schießen wir halt nochmal auf die Bayern mit drauf. Und lasst euch ja nicht abschrecken von den 330ern. Die 330er können wirklich gut austeilen. Ne? Die Shanos hat zum Beispiel auch nur 28er und kann auch mit AP ordentlich raushauen. Also, wenn ihr euch die Straßburg holt, spielt sie bitte nicht ohne die HE. Das macht bei ihr keinen Sinn. Das ist so schade um dieses schöne Schiff. Und, jawohl, Bayern ist raus. Jetzt können wir hier nach vorne pushen. Aber wir sollten ein bisschen aufpassen. Die Fuschhuhn ist noch hier. Ich weiß noch nicht so richtig, was unser Team da unten macht. Fährt da wieder komplett rückwärts. Ah gut, die haben zwei Schlachtschiffe. Das eine Schlachtschiff könnte ja mal da aus den Inseln rauskommen und ihm da ein bisschen unterstützen. Ich weiß auch noch nicht so wirklich, was unser DD hier vorhat. Ob der da oben was sucht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch eine Meerjungfrau gesehen. Oder ein Wal. So, komm schon. Ah, jetzt geht sie wieder zu. Jetzt geht sie wieder zu. Jetzt hoffen wir mal, dass der Kollege schießt. Ja, er schießt. Wir schießen mal mit HE drauf. Mal gucken, vielleicht treffen wir. Okay, Fuschhuhn ist raus. Sehr schön, bei Johnny. Hast du gut gemacht. Gleich wieder auf AP gewechselt, weil wir brauchen hier keine HE bei dem wunderschönen Schiff. Gut, bei angewinkelten Schlachtschiffen, da habt ihr wirklich massiv Probleme, mit der AP was zu bewirken. Da müsst ihr wirklich dann auf HE wechseln, weil sonst macht ihr wirklich permanent nur Leckerschaden. Und man sollte natürlich die Straßburg auch nicht zu weit hinten lassen. Also ich habe ja auch schon ganz viele Dunkirk-Spieler gesehen, die halt wirklich, wie die Jombard, einfach sich gerade hinstellen und rückwärts zahlen. Das könnt ihr bei einer Dunkirk und Straßburg einfach nicht machen. Ihr habt die Bugpanzerung nicht von einer Jombard. Also hier geht alles, was 38 aufwärts ist, die hauen euch hier komplett vorne rein. Also das ist wirklich so ein Schiff, da kann man auch mal richtig reinfahren. Da kann man, viva la Franziosi, ja, wollte ich gerade sagen. Viva la Revolution brüllen und voll da vorne reinrahmeln. Das macht mit dem Ding echt einen Spaß. Ja, Nagato? Lass mir die Nagato. Winem ist so. Winem hat sich viel vom Harry abgeguckt. Also ich glaube, der Winem hat die ganzen Streams mit dem Harry geschaut, weil der Kollege, der klaut mir permanent die Kills, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Noch schlimmer als Sari. Deswegen müssen wir jetzt hier fahren. Ich bräuchte jetzt hier mal einen Motorboost. Von Haus aus auch wirklich ziemlich wendig. Also wirklich ziemlich wendig. Sie kommt wirklich schnell auf Fahrt. Dass man wirklich nicht mal das Steuergetriebe braucht. Ich bin wirklich sehr zufrieden, dass ich das Schadensbegrenzungsteam reingemacht habe. Also das Ding ist wirklich einfach geil. Ich mag sie richtig gerne. Wir haben an dem Abend 22 Runden gespielt. Davon habe ich zwei verloren. Und wirklich nur Straßburg. Es hat so unheimlich viel Spaß gemacht. Selbst auf Tier 7. Klar, Tier 7 ist ein bisschen, kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Leute auch spielen und sowas. Ist ganz klar. Aber sie macht einfach unheimlich viel Spaß. Also ich liebe ja schon die Dunkirk. Jawohl, Doppelzieher hier auf die Nagato. Nagato hat. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen zu weit reingedreht, weil ich wieder nicht schnell genug mit der linken Hand auf den rechten Controller konnte. Ja, hau hier leider das meiste in die Wand rein. Das hat mich richtig geärgert. Das hat mich echt richtig geärgert, weil ich ja dafür meinen Reload-Booster geopfert habe. Aber was willst du machen, wenn du nur mit einer Hand spielst, ne? Aber immerhin, zwei Zitas der Nagato gedrückt, 61.000 Schaden. Jetzt pushen wir. Jetzt pushen wir, meine Freunde. Aber Nagato hält sich immer wieder hoch. Ich denke mal, das ist der Wille. Die wird hundertprozentig den Wille zum Wiederaufbau haben.
So, sie ist halt recht angewinkelt jetzt zu uns. Haben jetzt sie aber nochmal eine gedrückt. Und der Wille tackert wieder. Aber sie brennt einmal. Aber ihr seht, ein Brand kann der Wille super ausgleichen. Tennessee steht auch gleich breit. Aber eigentlich müssten wir erstmal die Nagato machen. Weil die Nagato ist natürlich mit ihren 400, 6ern sehr, sehr, wie soll ich sagen, gefährlich für uns. Ich habe jetzt hier auf HE gewechselt, weil Nagato steht jetzt wirklich zu spitz zu uns. Da wird man nicht viel machen. Ja, Nagato interessiert sich auch gar nicht für uns. Lass mir ja meine Türmchen in der Ruhe. So, komm schon. Viva le Franzosia! Problem resolu, Chef. Auf geht's. Jawohl, Doppelbrand. Das kann eigentlich die Nagato nicht mehr zurückheilen. Also normalerweise müssen die jetzt rausgehen. Aber ich glaube, die hat doch selber einen Heal. Also Wille zum Wiederaufbau und Heal. Da hat auch ein doppelter Brand echt keine Chance da. Das ist echt nervig. Aber da kommen schon Torpedos. Die Nagato muss jetzt rausgehen. Die muss jetzt rausgehen. Zack, und weg ist er. Perfekt. So, jetzt können wir uns jetzt hier um die Tennessee kümmern. So, meine Freunde. Na, schön mit der Straßburg nach vorne. Die stehen da unten immer noch. Ich weiß nicht, was die da hinten unten treiben. Vielleicht spielen sie auch Tennis, ne? Sehen das C-Cap vielleicht so als Netz und dann spielen sie halt mit so einem Federball als drüber. Kann natürlich sein. Da muss man rein mit der Straßburg, Junge. Da geht's rein mit der Straßburg. Da kennen wir nichts. Jetzt kriegt die Tennessee Angst. Ein wild gewordener Franzose, der vorwärts fährt. Oh mein Gott! Ja, auch Franzosen können vorwärts fahren. Da hätte ich deutlich tiefer zielen müssen, aber trotzdem 8-4 haben wir hier noch gedrückt. Ich habe halt extra ein bisschen höher gezielt, weil einfach in der Runde meine Streuung nicht die beste war. Und was habe ich gesagt? Der Vino kommt hier mit seiner Nelson um die Ecke, mit diesem komischen Schuh. Ne, das Ding fährt gerade so vorwärts und Bab hat er mir die Tennessee geklaut. Da ist noch eine Graf Spee. Mal gucken, ob wir die treffen. Das Blöde ist bei mir halt immer, das muss ich halt auch ehrlicherweise so sagen. Ich packe mir immer diesen Genauigkeitsflieger ein, aber ich benutze ihn meistens halt einfach nicht. So, da seht ihr zum Beispiel, ne, da war die Streuung einfach nicht gut. Da war sie wirklich einfach nicht gut. Ah, jetzt schafft es aber unser Team. Ja, wir haben einen Schlachtschiff verloren, sehe ich gerade. Jungs, ihr müsst mal ein bisschen weiter nach vorne. Nur auf einen und derselben Stelle, das taugt nichts, ne? Wir kommen jetzt extra von links rüber, um euch zu helfen. Pushen, meine Freunde, pushen. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf die Graf Spee. Streuung ist nicht die beste, aber das sollte reichen. Zack, Graf Spee ist raus, perfekt. So, da haben wir noch eine Kolo. Und jetzt achtet mal auf die Streuung. Da merkt man einfach, was RNG für ein riesen Sackgesicht ist. Wirklich. Das Ding hat nicht mal eine... Guck mal, das Ding hat nicht mal eine Tarnung drauf. So, jetzt passt mal auf. Ich halte extra schon höher. Weil ich wusste, komm, in der Runde war mein RNG echt wirklich nicht gut. Zack, 4000 Schaden. 4000 Schaden. Jawohl. So, jetzt warten wir die 10 Sekunden nochmal ab. Dann schauen wir uns das gleich nochmal an. So, Kolo ist endlich raus. Ist auch eine Straßburg. Straßburg, sieh zu, vorwärts. Volle Gas nach vorne und dann ab nach vorne gezogen. Jawohl, Großkaliber haben wir hier freigeschaltet. 123.000 auf der Uhr. Aber meine Freunde, in dem Team gibt es hier nur eine Straßburg. Und das ist meine. Ja, zu stationär sind die da unten gewesen. Wirklich zu stationär. Die hätten da wirklich mehr. Aber jetzt schaut euch die Streuung an. Habt ihr gesehen, wie die wegfliegen? Da trifft gar nichts. Also das ist wirklich sowas von übertrieben von dem RNG. Also, weiß ich nicht. Die RNG-Werte, das habe ich ja schon mal bemängelt gehabt. Aber da redet man halt auch leider gegen eine Wand. Das ist so eine Sache. Und dann hat dann Wienum gesagt, oh, die Ryushu ist ja offen. Die hole ich mir jetzt. Da habe ich mir gedacht, du kleiner Drecksack, ne? Nix da, die hole ich mir. Und schieße jetzt hier voll auf die Ryushu. Hab aber gar nicht gesehen, dass wir schon 961 Punkte auf dem Tacho haben. Ja, zack, Zitadelle, Ryushu ist raus und die Runde ist leider zu Ende. Hat mich das geärgert, weil ich hätte gerne noch die Kolo rausgeholt. 139.000 Schaden, 3 Zitas, 2 Schiffe versenkt, einmal erobert. Zweimal in Brand gesteckt, 3 Flugzeuge abgeschossen, 71 Zieltreffer. Großkaliber 2495, Basis-EP Platz 1. Und wir schauen uns nochmal den wirtschaftlichen Teil an. 375.227
Credits gefahren. Fazit zum Schluss, die Strasburg ist einfach geil. Ich liebe sie wirklich sehr. Ein richtig tolles Schiff. Sie hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, 22 Runden mit dem Ding gefahren, 20 davon gewonnen. War wirklich Wahnsinn. Es macht einfach mega viel Spaß. Also wer die französischen Schlachtschiffe liebt und auch die Dunkirk mag, der wird die Strasburg echt vergöttern. Also wer Dunkirk-Liebhaber, die Strasburg ist einfach nochmal um so Welten geiler als die Dunkirk. Das Ding ist einfach geil. Also wer französische Schlachtschiffe liebt, auf jeden Fall absolute Kaufempfehlung, macht er überhaupt nichts falsch. Und auch auf T7 kann sie sich gut behaupten. Wer mit französischen Schlachtschiffen überhaupt nichts anfangen kann und sagt, ey, da lasse ich die Finger von, der wird mit der Strasburg auch keinen Spaß haben. Das ist ganz klar. Und Freunde, sie hat eine wirklich geile AP. Aber ich würde Jujard halt immer wieder mit reinmachen. Also ohne Jujard, da fehlt ihr doch echt ein bisschen der Punch. Mit Jujard geht die wirklich richtig, richtig gut ab. Falls ihr die AL, wie heißt der AL, Dunkirk nicht haben solltet, ich persönlich würde sie dann mit Jujard spielen. Bin ich ganz ehrlich. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut.